Freunde, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt schon die Anmoderation ist von dem Vlog, aber ich habe mir das Sofa jetzt endlich gekauft. Hier, ich zeig's euch mal ganz kurz. Hier seht ihr das gute Stück, ist noch alles eingepackt, das packen wir jetzt, also bauen wir zusammen auf oder ich baue es auf und ihr guckt mir dabei zu. Hier mein Zimmer komplett unordentlich, einfach weil hier gerade umgebaut wird. Hier ist diese Content-Ecke, den Teppich habe ich jetzt gerade weggeräumt, damit ich aufbauen kann. Ich bin hier am Schwitzen wegen der Wärme und ich stehe hier noch in den Softboxen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der kleinen Timelapse. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin von dem Sofa sehr überzeugt, muss ich sagen. Viel Spaß. Jetzt ist das Sofa fertig aufgebaut, so sieht es aus. Ist sehr, sehr gemütlich, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade nur am Umstellen, am Gucken, wie das passt. Ich denke, dass ich lasse das Sofa hier so in der Ecke stehen. Dann kommt hier noch so ein kleiner Beistelltisch hin. Und dann hier überlege ich noch einen Stuhl zu machen, aber das muss auch eigentlich nicht, finde ich. Ja, und wie ich das dann mit der Content Area mache, muss ich mal gucken, ob ich dann eher Richtung hier filme und dann hier mit diesem Beistelltisch noch arbeite. Oder dass dann doch noch vielleicht nochmal umstelle, dass ich quasi das Sofa dort an die Wand stelle. Oder dass ich dann doch wieder den Fernseher da hinstelle. Ich muss mal gucken. Wir werden es sehen. Das war's auf jeden Fall mit diesem kleinen Aufbauausschnitt, Freunde. Ja, ich muss erst mal eben gucken, wo ich hier bin. Ich bin gerade in Köln, weil ich hier ein kleines Video drehen möchte und mir noch das ein oder andere Undershirt zulegen möchte. Hier. Das Auto, kleiner Aufcheck. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, wo ich bin, weil ich wirklich im Arsch der Welt geparkt beim 24 Hours Hotel. Ich vergesse mal, wie es heißt. Ich glaube, ich bin jetzt gerade zur falschen Seite rausgegangen. Muss ich einmal aufs Handy gucken. Wo bin ich denn hier? Pick and Wait. Zu Fuß 4 Minuten von hier entfernt. Ich gehe schon in die richtige Richtung. Wir machen uns auf den Weg hier. Inbauen. Ja. Freunde, ich habe mir nämlich folgende Video-Idee überlegt. Bei Dave hatte ich gesehen, dass der hier so einen kleinen Streaming gemacht hat und dann quasi meine Spots gezeigt hatte, wo der hingeht. Ich habe sowas ähnliches vor, nur weil ich nicht aus Köln komme. So, ich kann jetzt keine Spots zeigen, wo ich immer Kaffee trinken gehe. Ich bin halt einfach nicht so oft in Köln, auch wenn ich ja eigentlich gebürtiger Kölner bin. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal ein so ein Video, wo ich quasi zeige, wo ich, wenn ich denn mal in Köln bin, shoppen gehe. Ja, ich habe mir auch überlegt, dass ich daraus so eine kleine Serie mache. Heißt, Köln ist der erste Part. Düsseldorf wird dann wahrscheinlich der zweite Part, liegt auf der Hand. Schreibt mal gerne Städte rein, die ich mal besuchen soll und wo ich das Ganze dann drehen soll. Gucken, was dann so in der nächsten Zeit möglich ist dabei. Ich sag das jetzt zwar gerade im Vlog, aber ja, scheiß drauf. Ihr könnt es trotzdem reinschreiben, scheiß drauf. Freunde, ich habe wirklich keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber hier ist anscheinend so eine Volvo-Ausstellung. Nee, generell irgendwie so ein Auto-Ding. Also hier hinter mir seht ihr es. Da steht so Autos auf der Straße. Volvo, Audi, Smart glaube ich auch. I don't know, was da los ist. Oh mein Gott, Alter. Die ganze Straße ist damit voll. Hilfe. Ja, ich drehe mal die Kamera. Hier seht ihr es. Da ist alles voll. Alles. Das erklärt auch, warum es voll ist. Also ich habe wirklich am Arsch der Welt gefragt. Freunde, ich habe jetzt gerade den ersten Store abgecheckt. Ja, ich bewege mich jetzt Richtung Ehrenstraße, beziehungsweise ich bin jetzt gerade, nee, jetzt noch der Breitenstraße, gleich auf der Ehrenstraße. Ich habe es eben schon erwähnt, aber ich sag's nur nochmal, Bro, es ist so unfassbar voll in Köln heute. Also wirklich, ich habe bestimmt 10 Minuten nach einem Parkplatz gesucht, bodenlos voll. Keine Ahnung, was los ist, gut, wir haben gutes Wetter. Aber so voll, haben wir lange nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin jetzt am nächsten Store angelangt. Das seht ihr dann alles im Video. Freunde, ich war gerade im zweiten Laden drin, den ich eigentlich auch vorstellen wollte, aber... Irgendwie die Sachen sehen maximal wack aus, also nicht maximal wack, aber irgendwie trifft es nicht mehr so ganz mein Stil. Deshalb, ja, schade. Wir gehen jetzt aber zum nächsten Store, wo ich garantiert weiß, dass es da viel Stuff gibt. Weshalb ich nicht eigentlich nach Köln gefahren bin, diese Video-Idee war relativ spontan. Weshalb ich eigentlich nach Köln gefahren bin, ist nämlich, weil ich mir bei Weekday, so, ich habe das hatte ich schon mal erwähnt, aber ich sag's einfach nochmal, so Undershirts kaufen wollte, also Unterhemden. Und ja, ich hoffe, ich finde da gleich was.
Wack, wenn nicht, ne? Sag ich ehrlich. Freunde, es ist so unangenehm, zu fragen, ob man in Läden filmen darf. Klar, es ist schon unangenehm, irgendwie auf der Straße zu filmen, aber da habe ich mich jetzt. Da habe ich mich jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt. Aber dann nochmal die Leute zu fragen in den Läden, ob ich da filmen darf. Oh, es ist unangenehm, wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich war jetzt bei Weekday drin, hier, hab mir auch was geholt. Das seht ihr im Fitpick von heute. In einer Stunde kommt's online, 19 Uhr, checkt's gerne aus. Also ich hoffe, wenn ich das Video hier natürlich pünktlich hochbekomme, nicht so wie die anderen 17 Male gefühlt. Ja, wie gesagt, gerade neuer Pickup von Weekday, werdet ihr sehen, was ich mir da gezogen habe. Nichts Besonderes, nichts Wildes, einfach kleines Basic. Ja, so Freunde, ich bin jetzt durch mit dem Video hier. Ich habe mir, wie gesagt, was geholt. Ich gehe jetzt noch ganz kurz irgendwo was ganz Kleines trinken, bevor ich mich auf dem Heimweg mache, weil ich jetzt gleich mit den Jungs Fußball gucke und danach ins Stream gehe. Ne? Ihr wisst es, alles so ist in der Videobeschreibung. Freunde, ich habe mir noch Baklava geholt. Ich zeige euch das gleich nochmal richtig. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Auto. Freunde, ich habe natürlich mal wieder vergessen, ein Auto aufzunehmen. Ich sitze hier jetzt gerade, sieht man es überhaupt, zack, auf dem Sofa. So sieht das Jude-Stück aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, natürlich lasst mir gerne eine Bewertung da. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das nächste Video kommt, wenn alles klappt, am Freitag. Aber ich verspreche diesmal gar nichts. Ich werde es noch auf Insta posten, aller spätestens nächste Woche Dienstag. Ich hatte schon gesagt, dass ich jetzt momentan es wahrscheinlich nicht immer schaffen werde, 2 Videos pro Woche zu bringen, weil ich jetzt wieder für die Uni lernen muss, ne? Wieder für die Uni lernen muss, Klausurphase und so, ihr kennt das Ganze. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt die ganzen Socials, alles unten in der Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen, haut rein.